Der Gedanke ist einfach verrückt, dass ich um die halbe Welt reisen musste. Um herauszufinden, dass der perfekte Mann für mich direkt neben mir lebt. Gloria zieht Melman mit Schwung hoch und der Giraffenmann landet in ihren Armen. Dann heißt es also, wir beide, Frau Nachbarin. Du und ich für die nächsten 18 Stunden. Ich nehme alles, was du geben kannst. Hey, was geht denn hier ab? Marty! Hey, hört mal zu. Alex hat gewaltigen Ärger an der Tatze. Wir müssen ganz schnell flussaufwärts. Was ist mit dem Flugzeug? Super Idee, kommt Leute! Alex' Freunde müssen sich beeilen, denn die Menschen haben den Löwen schon an einen Ast gebunden und schleppen ihn in ihr Lager. Ihr wollt mich doch gar nicht aufhängen! No. Seht ihr? Nein, ihr schafft es überall! Alex wird, nach Pfadfinderart, über aufgeschichtetes Holz gehängt. Und wie wäre es mit einem Löwen im Schlafrock? Da sieht er, dass einer der Touristen ein New York-T-Shirt trägt. Hey, ich bin auch aus New York! Ich bin's, Alex der Löwe, aus dem Central Park! Doch die Menschen verstehen ihn nicht. Sie zünden das Holz an. Aber die Rettung naht. Mit einem Prankenhieb holt Zuba seinen Sohn aus dem Feuer und befreit ihn von seinen Fesseln. Es geht los, du bleibst schön hinter mir. Nein, Dad, das sind New Yorker, die sind nur unhöflich und verängstigt. Zurück mit euch! Ein Gewehr richtet sich auf Zuba. Schnell springt Alex vor ihn und fängt an zu tanzen. Was soll denn das, mein Sohn? Das ist das Einzige, was ich wirklich kann. Was soll das? Oh.